Tag und Moin Moinsen! Und da geht's wieder weiter mit Dotec Part 12! Und wir gehen jetzt in Alex' Lieblingsgebiet. Ich glaube, ich habe in dem letzten Part am Ende Ike, glaube ich, gesagt oder so. Kann ja möglich sein, ja, vielleicht. Oh. Und warum? Hast du was gegen Black Rose? Glaubst du, die beißt dich? Ja, Junge. Siehst du mal meinen Partner? Wenn wir angegriffen werden, sterben wir wegen dir. Erinnere mich nochmal dran, wenn wir gleich wirklich kämpfen müssen und sterben. Müssen wir. Was, ich sterben? Nein, kämpfen. Arschloch. Ich erinnere mich. Also nicht du, er. Hyper. 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 Ja, irgendwie sowas. Der sieht doch schön aus. Was auch immer wir jetzt hier wollen. Weiß ich nicht. Was hat er denn? Er muss ja mal mit uns reden. Was ist denn mit deinem Gebiet? Weiß er auch nicht. Sprich! Das denkt er sich auch. Ja. Aha. Na, ja, das denkt er sich jetzt auch. Nö. Seine Gegenstände sind billig. Und selbst wenn. Wir können es nicht. Also eigentlich, ich weiß nicht, so wie das klang, dass er, ich will gar nicht mit dir zum Dungeon, also nicht Kite, sondern ey. Also das Motto, gib mir einfach den verdammten Ring oder ich muss dich killen, ich will gar nichts mit dir zu tun haben. So, hast du noch mehr Pilze? Pilze! Ich mag keine Pilze. Und diese Pilze sowieso nicht, das sind wie Fliegenpilze. Die Grunties mögen die wohl. Achso, diesem Mut wollte ich ja noch was geben. Ja, handeln. Nee, nein. Geschenk. Okay, geht auch. Vor allen Dingen, was will jemand wie er? Welches Level hatte er? 5? Oh, okay. Glaube ich. Oder 9 sogar. Was will jemand wie er schon für Gegenstände haben? Ja. Ein Wundschrank. Oh, da sind noch mehr Pilze. Ich warte hier nur förmlich darauf, dass du hingehst. Und er will eine Pause machen. Nö. Feinde? Oh, da. Du wolltest mit uns hier hingehen, jetzt siehst du die Konsequenz. Das hier hatten wir, glaube ich, noch nicht. Nur sowas ähnliches. Die natürlich schon. Ja. Wir schlafen. Er schläft auch. Tut mir leid, ich habe auch Probleme. Hast du nichts zum Aufwecken? Geht nicht. Oh, und was machst du, wenn du jetzt drauf gehst? Er ist wach. Oh, du bist das tot. Ah, er hat dich wenigstens geheilt. Und tot. Musst du ihn heilen? Nö. Er hat doch keinen Schaden genommen. Ich meinte wegen Schlafen. Ach, der wacht gleich von alleine auf. Sportdrink? Stand er eben. Mhm. Tantatu. Oh, ist das schlecht. Na, vielleicht ist es für ihn ganz gut, aber glaube ich nicht. Weil er hat dasselbe drin. Na, ja, er kriegt es trotzdem. Okay. Du hast ihm doch schon die Waschbärkappe gegeben. Achso, das war im gleichen Slot. Hab ich nicht drauf geachtet. Mein Fehler. Deswegen habe ich das eben gesagt. Du solltest auch mal auf mich hören. Ja. Und wofür bin ich denn hier? Zum Reden? Auch. Ja, damit sie weniger wie ein Selbstgespräch rüberkommt. Aha. Ja, also musst du aufpassen, was du sagst. Dann kriegst du eine lange Nase. Ja, okay. Aber wir haben auch keine Peilung, was er gezielt von uns will. In Wahrheit will er uns tief in den Dungeon loggen und uns dann umnieten, damit er den Ring kriegt. Also, das denkt er sich. Ja. Was will er denn tun? Uns mit Wasserbällchen bewerfen? Ich werde jetzt trotzdem ein paar Kisten einsammeln. Weil wir auch wieder Geld brauchen. Ja, so ein paar ist ja auch nichts dagegen bei einzuwenden, oder? Ne, deswegen ja. Grüner Orkan.
Ja, du und dein Aromagras. Außerdem war das gar kein Aromagras. Ja, hat er ja gesagt. Was, er sagte, das war ein Ein, oder nicht? Nein, nein. Okay. Habe ich mich so verlesen? Stand da kein? Mhm. Okay, da stand zwar auch ein Oder, aber trotzdem. Das Spiel besteht aber nicht nur aus Gras. Die Hyänen fressen das Gras. Nein. Die Antilopen fressen Ach so, das da Gras. So war. Ah, bin ich schon Wenn im letzten Part wir sterben, gesagt. Werden unsere Körper zu Gras und die Antilopen Ach, genau, die fressen Antilopen. Das Gras. Und somit sind wir alle eins im ewigen Kreislauf des Lebens. Es ist schon spät, mir geht's nicht gut. Das sagst du jedes Mal. Ich noch nichts dazu, und in Teil 3 hieß es dann, aber wir, wenn sie sterben, dann werden sie ihre Körper zu Gras und wir essen das Gras. Nein, nicht mal das, davon wirken, kommen wir Verdauungsprobleme. Ja. So, das Bäumchen ist weg. Und jetzt Truhen. Ja, ich weiß. Der Teufel. Und nochmal. Brauchen wir den hier unten? Ich weiß auch nicht, wozu man mich braucht, aber naja. Du bist nicht der Teufel. Aber diese Items bringen uns ja eigentlich zwar schon weiter, aber sie bringen ja nichts zum Verkaufen. Naja doch, die kann man verkaufen. So wie der Tod und so werde ich demnächst verkaufen mal. Aber nicht so was wie grüne Orkan und so. Nein, nein, die Angriffsdinger nicht. Was? Nix. Du wolltest doch Items. Ja. Aber? Muss auch mal ein bisschen normaleres sein, sagen wir es mal so. Du meinst nicht so viele Items auf einen Haufen? Ausrüstungsgegenstände zum Verkaufen. Die kommen doch nur aus Kisten, oder? Ja, da war ja vorhin eine Kiste, deswegen bin ich hier ja hin. Ach so. Aber da kam halt kein. Ja. Jetzt lauft aber bitte nicht noch nach links, weil das ist sonst, weiß ich nicht. Neue Gegner sind hier leider auch nicht. Immer nur dieser Baum. Ja. Aber wir werden noch ein Stern. Was heißt der eigentlich? 1000 Bäume. Ich sehe nur einen Baum. Und wenn es darauf hindeuten soll. Nicht Honk. Du bist ein Idiot. Ich wollte nämlich eigentlich das einsetzen und das. Vor allen Dingen, dass man das ernsthaft einsetzen konnte eben. Ja. Eine Feenkugel verschwindet, aber egal. Weil ihr nur Geld. Was wir so viel haben. Was ich eben zum Baum sagen wollte, vielleicht ist auch gemeint, dass er 1000 Jahre alt ist, aber dann hätte er ja eigentlich 1000-jähriger Baum heißen müssen. Na. Also denke ich. Na, manche Namen sind schon komisch. Jetzt kann ich noch einen einsetzen. Ja, jetzt auch berechtigt. Nein, wär's nicht. Das hatte ich mir mal angewöhnt. Was ist das? Schon wieder so ein Kriegerding da. Wie heißt das? Konnte ich nicht lesen. Heavy Metal. Nein, wir sind nicht bei Damas. Sag ich auch gar nicht. Heavy Metal ist doch auch eine Musikrichtung. Aber ja. Ich denke mal, der heißt so, weil er aus Metall besteht. Komplett und deswegen schwer ist. Und weil es einfach cooler klingt. Eigentlich dürfte jetzt hier kein schwerer Kampf kommen. Warum? Weil kein Nebel oder so in der Art davor war. Ich bin nur ein bisschen irritiert, weil das ziemlich klein war, diese Ebene. Oh, er hat wenig SP. Die regenerieren sich doch gleich. Ja, aber was machst du, wenn gleich der Dings kommt, der Endboss? Der Endboss kommt sowieso noch nicht. Vom Dungeon halt. Das habe ich gemeint. Ja, dann warte ich hier einfach ein bisschen. Ja, wo willst du das wissen? Das sieht man immer. Deswegen sage ich auch so Nebel oder sowas dann meistens vor. Ah, jetzt habe ich es gelesen. Da stand kein. Ja, ein kein. Das kann man wohl doch mal überlesen. Außerdem ist der Bildschirm kleiner, weil du das dann mit dem Link machst, ohne mich zu fragen vor allem. Naja, es ist halt, damit ich das Handy nicht anhaben muss. Hättest du ja auch nicht.
Ja, da ist noch ein Gegner. Da, sowas meinte ich nämlich. Ja. Das heißt, wir warten kurz ein bisschen. Oder du gehst einfach daneben kurz rein, holst dir noch die Kiste. Da ist keine Kiste, da ist ein Kampf. Oh. Stimmt, Kisten sind blaue Punkte. Nein, schwarze. Dann ist das schwarz und hier hinten sieht das aus wie blau. Dunkelblau. 3, 2. Ach, geh einfach rein. Na gut. Wird sowieso kein Schurkampf sein. Das war aber kein freudiger Ruf, aber das ist ihm, glaube ich, nicht bekannt. Na, so unfreundlich war er auch nicht. Gut, ich habe es nicht gehört, aber alleine durch die ganzen Ausrufezeichen klang das jetzt nicht freudig. Du bist fast tot. Ihn lass ich auch auf erste Hilfe. Ist das Vieh vielleicht gegen irgendwas schwach? Sieht ja aus wie so eine fette Schlange, ne? Kobra so leicht. Erinnert mich so ein bisschen an diese komischen Viecher aus hier, Jade Cocoon. Weißt du, welche ich meine? Ich glaube, ja. Diese Schlangen. Ich muss erstmal warten. Oh, er hat 0 SP. Und du bist das tot. Nee, jetzt nicht mehr. Du wurdest geheilt. Naja, ich will gucken, wo war es nochmal. Das Geist. Was suchst du denn? Wegen SP wieder auf deinem Magierseele war es, genau. Wie war das denn? Och, du Heiliger. Sorry, ich bin tot. Vielleicht ist das ein Kampf, den man verlieren muss. Nein. Aber hast du nicht eben noch gesagt, das wird kein schwieriger Kampf? Eigentlich nicht. Vielleicht musst du doch verlieren. Was hat ja nicht mal so ein... Ja. Gut, ist das verbuggt? Deswegen ist der Name nicht richtig. Ich nehme an, das eine heißt Snake irgendwas. Ne. Killer Snaker oder so. Irgendwie so. Du solltest dich heilen. Kann man das nicht sortieren? Das sortiert sich automatisch. Er hat aber 0 SP. Ich weiß. Du bist fast wieder tot. Er ist tot. Sorry, ich bin tot. Das ist so dumm. Schutz gebrochen. Erstmal gegen. Was ist jetzt da? Dann mache ich Auferstehung. Und Skill. Datenentzug. Jetzt kannst du aber drücken. Na, was wird's jetzt? Es bleibt. Was ist das jetzt so, dass es Schaden nimmt? Achso. Ach ja, stimmt, war ja so. Entschuldigung, habe ich vergessen bei den großen. Und er ist wieder tot. Ganzen Auferstehungsdinger, ey. Ich hab doch gesagt, wenn wir drauf gehen, ist er ja schuld. Gut, wir gehen nicht drauf, noch nicht, weil wir uns selbst heilen. Der Junge ist so unfähig. Und zum Glück ist er schwach gegen Dunkelheit. Er ist ja auch so doof und steht ja auch hier richtig mitten neben dem Gegner. Aber ich muss ihn halt wiederbeleben, damit er auch Erfahrung kriegt. Hat doch 200 bekommen. Und wir level ab. Ja, wie gesagt, er muss doch extra nah beim Gegner stehen, ne? Ja. No. Ja, aber vielleicht nur, ich weiß es nicht. Schon irgendwie, aber Elke ist schon irgendwie knuffig. Aber trotzdem mies. Ja, loggen sich aus. Er bedankt sich nicht mal bei uns. Das denkt er sich jetzt auch gerade und sagt nicht mal Tschüss. Ehrlich, nein. Nein, er denkt nur, Mist, jetzt kann ich nicht zur Götterstatue gehen und. Nee, aber ganz ehrlich, ich muss sagen, ich finde Elke hier gerade sehr unsympathisch. Ja, das stimmt natürlich, aber. Ich kann ihn ein bisschen verstehen. Trotzdem ist er unsympathisch. Gib mir den Arm rein. E-Mail, ich will nur mit dir alleine losgehen. Ne? Ja, nein, wir kriegen keine. Aber du kannst noch ein bisschen was verkaufen. Das kommt dann. Wir müssen jetzt wieder Server wechseln wahrscheinlich. Und dann, wie gesagt, nicht mal Danke sagen und sich einfach verpissen. Das habe ich ja gern. Ja. Und unfreundlich. Oh, ich habe jetzt Mia, du bist uninteressant. Oh, ich wäre ja draufgegangen. Ohne dich hätte ich Mia auch gar nicht gefunden. Aber uninteressant. Elke halt. Ja, ich sag ja, Scheißkind. So, Server gewechselt, und du? Ja, auch nix.
Also dafür, dass du das Spiel so gut kennst. Ja, Mann. Ist schon länger her, ich weiß. Wie oft hast du schon mal gespielt? Zweimal? Na, öfter. Aber du weißt nicht, wo es lang geht? Jetzt alles einzeln nicht grob. Ja. Ich weiß, dass ich jetzt erstmal ins Forum muss. Oh, der steht neu. Yay. Dann lass uns Tag spielen. Aha. Hätte nicht gedacht, dass du so weit kommst, Gob. Sorry, ich dachte, ihr Typen wird alle total doof, Gob. Aber jetzt, wo ich hier bin, wird's nicht so ganz leicht, Gob. Lauschende Cyan, eine der vier Gob-Könige, wartet in abscheuliche goldene Duft, Gob. Komm allein, Gob. Bäh. Lass mal gucken. So, geh mal hin. Ich suche eine Katana. Weiß irgendjemand was darüber? NB, mein Level liegt bei 8. Sanjuro, okay. Nee, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Wenn du Level 8 bist, empfehle ich dir das Kotetsu-Schwert. Entschuldigt, Zerstörer, Gewitter. Und wieder eindenkst. Werde sofort hingehen. Ja, Krümin kümmern wir uns auch noch. Es gibt jetzt endlich den Miss Gardenia Fanclub. Ja, Gardenia. Gardenia, so. Fans von Miss Gardenia können sich jetzt anmelden. Zum Anmelden schreibt hier, was ihr über Miss Gardenia denkt. Vielleicht schaut sie es sich sogar persönlich an. Also überhaupt. Kommt noch. Ich liebe Miss Gardenia. Miss Gardenia ist die Beste! Als ich Miss Gardenia das erste Mal gesehen habe, ist sie an mir vorbeigegangen. Das war Schicksal. Ich will auch. Was? Hm. Die stille Miss Gardenia ist echt die coolste! Miss Gardenia könnte ein Charakter vom Feind sein. Aha, okay. Hau ab, du Versager! Was? Bitte Yorishikus Post löschen. Hey, warum treffen wir uns nicht mal irgendwann? Das wäre super, aber wo wohnt ihr denn alle so? Oh, habe ganz vergessen, dass wir im Netz sind. Dumm. Miss Gardenias Lieblingsgebiet ist zurzeit Weich allein Tripansi. Warum treffen wir uns nicht mal? Vielleicht sehen wir auch Miss Gardenia. Wieder ein neues Gebiet. Ja. Bin dabei. Ich auch. Aha, das war. Okay. Schon wieder? Bist du das echt, Flan? Boah, ist das lange her. Habe dich ja ewig nicht gesehen. Wir können uns doch mal wieder zusammen einloggen. Ich mail dir. Okay. Ist es so schlimm? Ein Anfall? Kopfschmerzen, Schwindel, Erbrechen, sogar bis zum tödlichen Flash. Was ist nochmal der tödliche Flash? Hab schon viel davon gehört. Ja, das war's erstmal. Ach, es kommt wieder eine neue. Ultimate, genau. Ich will immer Limit sagen, weil, naja, zum Beispiel meine Fantasy 7. Neue Ultimate-Version raus. Also Ultimate nicht das perfekte, was, 06? Nein, OS? OS, genau, ach, OS, Operation nein. System. Entschuldigung, ich sitze zu weit weg, ist aus hier eine 6. Ja. Warum kommen die dann immer wieder mit neuen Versionen an? Tja. Neue Funktion. The World, yeah, das wäre cool. Aber wenn sie es echt kriegen würden, wie packen die dann so ein riesiges Spiel in ein Kaliber von Mobilfunkgröße. Ich verspreche mir nicht viel davon. Ja, ja, der Wonderhawk. Wonderspawn. Yep, Wonderspawn. Was ist ein Gronty? Da. Ich wollte dem kleinen Gronty geben, was es wollte, aber ich kann das adapte Futter nicht finden. Wenn ich mit ihm rede, sagt es mir, welches Futter es will und wo es ist, aber ich verstehe sie nicht wirklich. Ich weiß, dass Wurzelgemüse im Ödland wächst. Wo kriegen die anderen denn das Futter her? Mandragora ist im Großraum mit Windmühlen. So. Was ich weiß, tu sie in Teil C, dann sind sie normalerweise da. Ja, das ist halt ein Aufzählung genau. So. Okay, was ich weiß. Auch wieder so eine Aufzählung. Mit Teil B. Natürlich erscheinen sie auf Love. Ja. Und das war's. Genau, das war's im Forum. Wir sitzen auch den ganzen Tag nur am Computer. Ja, ne? Oder nicht? Aber News. Katzenklo? Ja. Ich wollte schon immer so eine Box haben. Dank der Wasserspülung muss ich sie nicht putzen. Die Sensoren überwachen die Bewegungen der Katze und halten die Box immer sauber. Lässt sich einfach und ohne Anstrengung installieren. Das wäre schon. Ja. Mit der Verbreitung neuartiger Glasfasertechnologie hat die Bandbreite in den meisten Haushalten erheblich zugenommen. 100 Mbps sind in städtischen Gebieten inzwischen üblich. Die CC Corporation kündigt deshalb in naher Zukunft ein massives Update für ihr Betriebssystem
Ultimate an. So, die nächste Generation von Ultimate OS soll über verbesserte Stabilität und Kommunikationsqualität verfügen. Obwohl das System bereits für seine Sicherheit und Stabilität bekannt ist, gab CC Corporation in einer Pressemitteilung bekannt, das Update werde ein fast perfektes Netzwerk erschaffen, verteilt über Haushalte der ganzen Welt. Ah ja, fast perfekt. Mann, die CC Corporation lobt sich in dem Spiel aber total. Oder Cyber nicht? Connect halt. Ja, ja. Aber was die alles können und wir machen. Loggen uns erst im nächsten Part wieder ein. Ja, vielleicht, wenn unser Charakter geschlafen hat und mal ein bisschen Internet dazu hat. Ja, mal ein bisschen auf dem Klo. Vielleicht gibt's da mal wieder was und gegessen. Also. Bye, bye.